Und damit ein herzliches Willkommen beim direkten Nachfolger von Edna bricht aus, was wir ja gestern beendet haben, und zwar Harveys neue Augen. Ja, es ist auf jeden Fall schon eine deutliche Weile her, seitdem ich das Spiel gespielt habe, tatsächlich. Und es habe ich auch deutlich weniger gespielt als Edna bricht aus, das sage ich auch dazu. Ich wusste tatsächlich auch viele Jahre nicht, dass es tatsächlich Nachfolger gibt. Ja, aber es gibt einen und ich habe ihn tatsächlich, glaube ich, bis jetzt ein oder zweimal gespielt und das ist schon ein paar Jährchen her, so 4 mindestens, dass ich es jetzt gespielt habe. Also, ja, ist auf jeden Fall etwas her, deswegen weiß ich auch ziemlich gar nichts mehr, also beziehungsweise ein bisschen nur. Aber, naja, wir werden es wieder neu entdecken. Und, ja, ich würde sagen, ich rede nicht viel rum, sondern starte direkt einmal ins Spiel. Obwohl, ich will ganz kurz in die Einstellungen gucken. Untertitel sind an, das passt auch, passt auch, passt auch, passt auch. Jo, dann Hauptmenü und auf neues Spiel. Ein neues Spiel starten, aber selbstverständlich. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Intro. Etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben. Es wächst wieder zusammen, es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen. Damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken. Weil ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das Übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen.
Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei. Doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ein wunderschönes Intro. Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Hallo. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sind. Den Satz kennen wir doch ungefähr. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Lululu. Lilly, wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Kapitel 1. Die Klosterschule. Bist du? Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätter-Kehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Tüdelü. Hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? So, und damit nochmal einmal herzlich willkommen offiziell hier in Harveys Neue Augen. Wir haben unsere gute Protagonistin gerade kennengelernt, die gute Lilly. A.K.A. das bravste Mädchen dieser ganzen Welt. und die tolle Pastorin, die hier auch rumläuft und diese Kinder hasst. Ich liebe diese Pastorin. Ne? Aber ja, natürlich, wir wollen natürlich keine entstellenden Verkrüppelungen haben durch Computerspiele, deswegen auf jeden Fall Tutorial spielen. Ihr habt euch dazu entschlossen, das Tutorial zu spielen. Das ist sehr vernünftig. Da ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass der Klostergarten vom Laub befreit werden muss. Die Harke hat Lilly bereits in der Hand. Der Cursor zeigt dementsprechend das Bild einer Harke. Um zu erkennen, wo Lilly harken kann, ohne dabei das Gesicht eines Mitschülers zu zerkratzen, reicht ein Druck auf die Leertaste. Probiert es doch einmal aus. Okay. Na, da schauen wir. Die roten Augen zeigen an, welche Objekte benutzbar sind. Offenbar gibt es drei Laubhaufen, die Lilly mit der Harke benutzen kann. Zieht einfach den Cursor über einen der Haufen, bis der Name des Objekts daneben erscheint. Nun könnt ihr die Aktion mit einem Linksklick auslösen. Aber Vorsicht! Unfälle passieren so schnell. Okay,
Okay. Vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Nicht, dass wir hier irgendwie... Okay. Bravo! Ihr habt den ersten Schritt getan, ohne jemandem eine tiefe Fleischwunde zuzufügen. Aber noch ist die Arbeit nicht getan. Beendet den Auftrag der Oberin. So schwer kann das ja nicht sein. Das glaube ich auch. So, wundervoll. Dann haken wir das wieder zurück. Wundervoll. Das ist fantastisch. Nun. Wir könnten jetzt hier stundenlang verbringen, habe ich das Gefühl. Aber das weiß ich tatsächlich noch, ist ja auch relativ am Anfang, ne? Und zwar, machen wir so. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Ich bin's, hallo. Das ist ja nicht zum Aushalten. Lilly, jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Ach, egal. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Aha. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist, der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal, für die ganz Unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und okay. Wehe, du machst das nicht ordentlich. Lilly hat fertig gehakt. Sie hat die Harke zwar nicht mehr in der Hand, aber sie trägt sie noch bei sich. Wenn ihr sie noch einmal benutzen wollt, findet ihr sie in Lillys Inventar. Geht mit dem Mauszeiger an den unteren rechten Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Gebt Acht, dass ihr euch nicht die Finger einklemmt. Amputationen sind so eine unerfreuliche Angelegenheit. Ich lieb's. Oh Mann, ey. Hallo Inventar. Gut. Klickt nun mit der linken Maustaste auf das Harkensymbol, um die Harke wieder in die Hand zu nehmen. Ihr könnt die Harke nun jederzeit mit anderen Objekten verwenden. Auch mit anderen Besitztümern. Wenn ihr fertig seid, benutzt die rechte Maustaste, um die Harke vorsichtig zurück ins Inventar zu legen. Okay, Harke ganz vorsichtig. Ja, okay, aha. Aha, okay. Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Sehr schön. Okay, weg damit. Jetzt, da Lilly von ihrer ersten Pflicht befreit ist, wird es Zeit, sich mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut zu machen. Mit der linken Maustaste könnt ihr Lilly hingehen lassen, wohin ihr wollt. Wo immer Lilly einen Ort verlassen kann, verwandelt sich der Cursor in einen Pfeil. Folgt zunächst Edna in den Hintergarten. Mhm. Ausgang befindet sich an der rechten Bildschirmkante. Aber Vorsicht! Der Pfeil ist spitz. Okay. Folgen wir Edna. Auch bei der Gartenarbeit gilt, Augen auf. Immer wenn Lilly mit einem Objekt interagieren kann, verändert sich der Cursor. Die meisten Gegenstände lassen sich ansehen. Dann erscheint ein Auge auf der rechten Hälfte des Cursors. Klickt mit der rechten Maustaste, um diese Aktion auszulösen. Probiert das doch einmal bei der Komposttonne aus. Alles klar. Angucken. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Mm. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Es gibt viele Gegenstände, mit denen man interagieren kann. Immer wenn ein Objekt direkt benutzbar ist, wird ein entsprechendes Symbol in der linken Hälfte des Cursors angezeigt.
Ihr könnt Lilly zum Beispiel vorschlagen, die Reifenschaukel zu benutzen. Ob das allerdings so eine gute Idee ist? Aber selbstverständlich. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltet. Oh nein. Ja, das ist ja noch einmal gut gegangen. Neben der Hand, die für Benutzen, aber auch für Nehmen oder Essen, Trinken steht, gibt es auch eine Sprechblase für Reden. Der Computer wählt das passende Icon von alleine aus. So ist jederzeit gewährleistet, dass Lilly weder in ein Hornissennest greift, noch Reißzwecken ist. Wo ihr schon mal hier seid, redet doch kurz mit Lillys Freundin Edna. Die freut sich sicher. Das glaube ich auch. Hallo Edna. Hey Lilly, hast du dich endlich vom blöden Gehake loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Aha. Boah, hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Lilly kann verschiedene Themen ansprechen. Sie werden als Symbole im unteren Bildschirmbereich dargestellt. Was die Symbole bedeuten, wird angezeigt, sobald ihr euch mit der Maus über dem entsprechenden Gesprächsthema befindet. Mit dem roten X lässt sich ein Dialog jederzeit beenden. Wählt zunächst das Thema Aufgaben der Oberen. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberen machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Stein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Lilly kann an manchen Stellen ein Thema vertiefen. In diesem Fall kann sie über ihre zwei neuen Aufträge reden. Ihr könnt aber auch mit dem Pfeil zurück auf die erste Ebene des Dialogs wechseln und euch für ein anderes Thema entscheiden. Wechselt zurück auf die erste Ebene und beendet den Dialog mit dem X, um das Tutorial abzuschließen. Oder unterhaltet euch noch eine Weile mit Edna. Ich kann euch sowieso nichts mehr beibringen. Viel Spaß beim Spielen. Vielen Dank. So, da beenden wir das Ganze. So. Und ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz erstmal. Das ist mir ein bisschen aufgefallen. Die Musik ist doch ein bisschen laut tatsächlich. Wäre ein bisschen leiser. So, und die Stimme kann ein bisschen lauter. Du sollst nicht lügen. Okay. So, dann will ich jetzt mal kurz gucken. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Kann noch ein bisschen. Kann noch ein bisschen leiser, die Musik. Die ist tatsächlich sehr laut. Auf 20, vielleicht reicht das. Oder ist es zu leise? Ne, ist gleich zu leise. Machen wir 30. Ja. Nein, ich will 30. 30, ja. In der Komposttonne. Ja, das ist schon ein Parallel. Das ist doch angenehmer. Sehr schön. Dann können wir nochmal miteinander reden. Hey Lilly, was gibt's Neues? Was musst du denn jetzt? Und jetzt, ich finde. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Na. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Schnutzis. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut.
Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Ja, das wird auf jeden Fall lustig. Und die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das Schade. Müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Okay. Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Die mag echt keine Kinder. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Sehr schön. Okay, wir sprechen uns später, Edna. Schön, dich mal wieder zu sehen. Sieht auf jeden Fall jetzt ein bisschen braver aus, als sie im ersten Teil aussah. Eigentlich sieht sie auch viel jünger aus. Ist das weirdo. Aber das kann alles täuschen, ne? Naja, ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, ich mache hier den ersten Cut für Harveys neue Augen. Mit unserer guten Lilly und Edna und der Oberin. Ich hätte sie gerade eben Pastoren genannt, ne? Ich weiß nicht, warum ich Pastoren gesagt habe. Ich meinte Oberin. Ja. Aber wir sehen natürlich auch schon wieder, Qualität ist auf jeden Fall ein bisschen höher als bei Edna bricht aus, weil es ja auch ein bisschen, neuer ist. Oh mein Gott, ich habe gerade was gesehen. Das ist einfach die Anstalt. Oha, hier ist einfach die, das habe ich tatsächlich vorher noch nie gesehen, dass die hier hinten ist. Das ist wirklich Berganstalt, wie geil. Finde ich richtig cool. Solche Details einfach sind wundervoll. Was wollte ich sagen, genau. Ne, und man sieht auch, die Maus ist nicht mehr am Ruckeln, denn ich konnte ein Vollbild aufnehmen, also konnte als Spielaufnahme das machen, nicht als Fensteraufnahme. Deswegen sehr cool und ich freue mich sehr und ich kann es kaum erwarten, hier das endlich mal wieder zu spielen. Und ja, wir sehen uns in einem weiteren Part und bis dahin sage ich ciao.